Hab leider keinen mehr. Hat Poltax noch einen? Obdach noch Poltax ist einen, dann ne? verbrannt. Der ist verbrannt. Ach, der ist verbrannt, ja, gut. Aber mir auch. Nein. Kann ich einen Aber ausgeben? meiner. Du hast einen noch, ne? Dann Ja, ich habe könntest du den ihn noch nicht ausgeben, benutzt. damit es einen Überlebenden gäbe. Ja, ich denke, das interessiert uns, oder? Ja. Dann kann Asavo, nachdem er sich die verschmorten Körper mit abgerissenen Gliedmaßen angesehen hat, auch tatsächlich noch einen der hier haltenden Gardisten erkennen und würde ihn dann mal so ein bisschen schmorend brennend erstmal in den See schleppen, damit er dann in dem See gelöscht wird, bis er dann mit Prusten so ein bisschen wieder nach oben kommt. Ich würde hier Alan mal hier an dem Gebäude niedersetzen. Braucht er jetzt eine Verarztung oder wird das wieder so? Nicht von alleine. Asavo, ich glaube, das ist ein Fall für dich. Ja, ich werde die Herren Perine bitten, dass sie ihm hilft. Oh, Götter steht mir bei. Ja, ihr schafft das schon. Undra, warum hast du mich verlassen? Ach, hört auf zu weinen. Das war jetzt gar kein so harter Schlag. Habt ihr Nun den Schlag ja, von vielleicht. Zulamin gesehen? Der war so schön. Und ihr habt alles verpasst. Tut mir leid, ich war damit beschäftigt, nicht zu sterben. So, dann Hafim, geh mal hier weg. Ich brauche dich nicht. Kümmere dich darum, dass der Holzfäller nicht wegrennt. Ich kümmere mich um Yarlan. Yarlan, du hältst die Klappe. Und vielleicht kümmert sich Isarun oder so um die Befragung oder Zulamin. Ja, ich guck mal mit Miro auf den Holzfäller. Spurgötzen, Zulamin. kommt doch mal ran hier. Ja. Ihr habt ihn doch gut im Griff. Ja, Was ist denn ein mit sehr dem? schöner Feuerball übrigens. Nicht, dass ich das untergehen lasse. Wunderschön explodiert dieser. Sehr Dankeschön. schön. Das Ja. war auch eine gute Zeiteinteilung von Abemir und mir, finde ich. In der Tat. Ja, das haben wir gut hinbekommen. Gut, nun dann setzt mal diesen Knilch da herüber und wir befragen ihn einmal. Genau, wir befragen jetzt auf diese nette mittelreichische Weicheiweise, richtig? Auf die Art und Weise, sodass er danach noch sprechen und klar denken kann, Scheiße, ja. mein Arm ist weg, mein Arm ist weg! Abemir, würdet ihr ihm mal den Arm abschnüren, damit er nicht verblutet? Ach, wenn es so unbedingt sein muss. Ja, ich würde ihm mal irgendwie seinen Gürtel abnehmen, wenn er einen hat, und wenn grob mal seinen Arm so die richten, dass er nicht an Blutverlust stirbt. Also zusammenpressen, eine Presse, prophylaktische. Ja, gib mir mal eine Anatomie oder Heilkunde Wunden. Kannst du ja eigentlich aussuchen, aber. Sekunde. Jetzt überlegen, was du da nehmen willst. Ja, ganz gut gelungen. Was ist das? Anatomie? Ja, sieht gut aus. Dann kannst du das Ganze nochmal mit so ein bisschen Feuer kauterisieren, damit die Wunde dann abbrennt, den Gürtel nochmal so ein bisschen dran klemmen, damit der Blutverlust so ein bisschen weniger ist. Ja. Hätte zwar noch 2 Punkte mehr, ich habe Spezialisierung Mensch, also. Gut. Scheiße, scheiße, mein Arm! Oh. Kannst du jetzt bitte aufhören zu schreien? Das macht die ganze Sache nicht besser. Siehst du die beiden da? Das ist die nette Frau Sprogelsen und die stellt dir jetzt Fragen. Und dann sagst du die Wahrheit, weil sonst werde ich nicht mehr nett. Fuck, Ich bin's. ihr habt 12 Männer umgebracht! Die Hetzer draußen, zählen die Hetzer auch, dann sind's mehr. Fuck, wer seid ihr für Leute? Ich bin 12 Rafim. Männer? Das Anhänger ist des Rastlosen. Reisende, wie wir sagten. Sagt mal, seid ihr eigentlich dumm? Habt ihr noch nie Kampfmagier gesehen? Ihr kommt auch aus Yul'Gurmak. Ja, schon, aber. Ja, ich beziehe das auf meine Frage, ob ihr dumm seid. Danke für die Antwort. Ihr werdet jetzt weiter antworten. Was ist das hier für ein Ort? Wie viele Leute sind hier normalerweise stationiert? Haben wir alle gegrillt oder sind da noch welche? So viele Fragen. Das ist ein Wachturm. Wir sollen hier Wache halten für Asmodeus. Aha, wo sitzt der? Auf der Insel. Er deutet mit seinem Stumpf rüber einmal übers Wasser. Asmodeus ist auf der Insel? Ah! Mit der Armee! Was für eine Armee? Die Rest von uns, die in Romulus waren. Wie viele Personen? Ich weiß nicht, 500, 1000, keine Ahnung. Wir warten auf Yeldan von Dunkelstein. Hat ja gut geklappt. Ja, und was macht ihr, wenn dieser Typ ankommt? Robin ist einnehmen, schon wieder. Wie viel hat er dabei?
Was, Jelner? Nochmal 500. Die kommen aus Alzoll. Ja. Ich würde weiterreden, wenn ich du wäre. Das kann nur gut für dich sein. Was Scheiße. Weißt du noch? Ich erzähle euch alles, Mann. Verrat ist in meinem Blut. Ah, ihr macht das wirklich langweilig. Was wolltet ihr noch wissen? Wie es außer Asmodeus noch auf der Insel? Außer seinen Leuten. Asmodeus ist der Anführer, sonst keiner. Das Geierkind ist wieder weg. Das läuft irgendwo in der Wellenmark rum, Mann. Die haben sich auch von uns gelöst. Die liegen jetzt irgendwo. Ich weiß nicht, wo, Mann. Die sind dann weg. Die haben uns verraten. Überraschend. Ich vermute, Asmodeus ist mit Broten auf die Insel gekommen, nicht wahr? Ja. Deutet wieder mit seinem Armstumpf hinter die Palisade. Da sind noch zwei. Viele Boote hat er sonst noch? Ausreichend. Wir haben teilweise auch welche gebaut. Wir sitzen auf der Insel von Galotte, Asmodeus in dem Turm und Rabenstein haben wir auch. Was sind denn Rabensteine? Rabenstein ist die Burg. Ah. Zweite Insel. Wo sind eure Boote? Drüben auf der anderen Seite. Ja, wo genau, du Idiot? Am Turm, damit wir nicht mit den Kalekten kämpfen müssen. Was sind denn jetzt Kalekten? So große Trollaffen. 3 bis 4 Meter groß. Wir sollten auf die Insel fahren. Da gibt's Trollaffen. Die Boote zerstören. Das habe ich auch gedacht. Und wir müssen Romulus informieren. Allerdings bin ich sicher, bei einem Magier wie Asmodeus, der ja gewissermaßen dem Gegenspieler der Travia huldigt, ob er nicht noch andere Möglichkeiten hat, sich von der Insel mit seinen Soldaten zu entfernen? Hat er mit Sicherheit. Die Frage ist nur, ob er diesen genügend seiner astralen Reserven spenden will. So, ich habe jetzt aber noch eine Frage. Seid ihr der einzige Wachposten hier oder gibt es noch mehr? In Dettenhofen sind noch ein paar. Wie viele? Weiß ich nicht, wieder so 10. Der Vogt steckt mit Asmodeus unter einer Decke? Bin ich mir nicht sicher. Mal so. Der dreht sich wie eine Fahne im Wind. Oh, so ein verräterischer Hund. Aber ich glaube nicht, dass er paktiert ist. Der gehorcht halt immer dem, der da ist. Hey, so wie ich. Ich helfe euch, wenn ihr wollt. Das ist ein nettes Angebot. Wollt ihr noch was von ihm wissen? Diese Leute in Dettenhofen, sind die genauso schlecht verkleidet wie ihr? Die haben. Das sind jetzt die neuen Wachmänner in der Stadt. Die stehen vorne an der Straße und. Wir hatten eigentlich wir hatten Speer am Effert-Kloster. Wir hatten eigentlich kommen müssen. Tja, es sind gefährliche Zeiten. Man weiß nie, ob jemandem etwas zugestoßen ist. Die auch umgebracht. Mann, die sind ganz schön kompetent. Und wir sind auch ziemlich gut aussehend. Keine Ahnung, was du sagst, aber... Du verstehst nicht, wie das funktioniert, oder? Darf ich jetzt mitmachen bei euch? Er versteht nicht, wie das funktioniert. Offensichtlich nicht. Wir brauchen ihn. Wofür? Um den Vogt in Dettenhofen abzusägen. Ich denke, dafür reichen die 10 Mann, die wir in Dettenhofen umbringen können. Und wenn von denen keiner redet? Ich bin mir sicher, die werden reden. Nachdem wir sind hier, um der Partien wieder halbwegs Frieden zu bringen. Aber die Zeit, in der wir Männer hinrichten müssen, ist nötigerweise vorbei. Wenn ihr wollt, würde ich mit ihm zurück nach Romulus gehen. Dann würde ich euch an dieser Stelle verlassen, aber das bekomme ich schon hin mit ihm. Es erscheint mir wäre eine gute Idee. Dann könnt ihr Irmelgunde direkt Bescheid geben, dass sie
einige Späher aufstellen sollen, was diese Insel angeht. Ja, ich denke auch, wenn sie dort mit 1000 Mann auf der Insel warten und jederzeit losbrechen können, dann ist das eine Gefahr für Romulus, die wir nicht einfach ein zweites Mal vorbeiziehen lassen dürfen. Erinnert sie doch bitte daran, an dieses seltsame Ritual, das die Faktierer mit den Kanälen angestellt haben. Werde ich machen. Vielleicht werden dort noch irgendwelche Restwirkungen zu finden sein. Die Aufzeichnung von dieser Runde habe ich gesehen. Nicht, dass er einfach mal aus den Kanälen marschiert. Dann werde ich immer Grunde vor der Gefahr warnen. Und so, und ich hoffe, das ist okay. Nun, ich lasse dich nur ungern so ziehen, aber es ist doch das Klügste. Die Leute in Romulus müssen gewarnt sein. Und es muss auch die Zeit nach diesem Krieg vorbereitet werden. Der Vogt von Dettenhofen ist ein Verräter. Wer weiß, wie viele noch Verräter sind. Dieser Gefangene kann uns dabei helfen, herauszufinden, wem noch zu trauen ist und wem nicht. Dieser Wachturm war sehr isoliert, aber wenn euch in Dettenhofen jemand entkommt und dann über die Straßen Richtung der Inseln flüchtet, könnte es sein, dass auch Asmodeus gewarnt wird. Vielleicht solltet ihr Dettenhofen umgehen und dann euch durch die Berge schlagen. Nur wir müssen die in Dettenhofen töten, weil sie mit diesen hier Kontakt pflegen. Macht das denn einen Unterschied, ob ihr 10 von 1000 tötet? Nein. Wenn wir 10 töten, die ein Dorf terrorisieren, ja. Ich denke, inkognito zu reisen oder nun unerkannt zu reisen ist wesentlich sinnvoller, als unnötig Aufmerksamkeit davon zu ziehen. Dieser Vogt macht einen Unterschied. Dieser Vogt hat mit dem Feind paktiert. Wir werden ihn aushebeln müssen. Ihr müsst auch daran denken, was das für eine Nachricht ist. Ihr verlasst die Insel, ihr sterbt. Asmodeus schickt seine Leute und wir töten sie. Und das sind alles Verräter und Feiglinge. Nun, ich gebe zu bedenken, wenn dieses Dettenhofen, ich vermute es ist ein etwas größeres Dorf, fast eine Stadt, wenn sie Stadtmauern haben, es wird schwierig an sie heranzukommen. Schwieriger als hier zumindest. Und die Stadt selbst ist ja nicht unser Feind, nur die Späher und der Vogt. Ich bin mir sicher, wenn das Volk erkennt, wem sie dort aufgesessen sind, wird es auf unserer Seite sein. Was haltet ihr davon, Abelmir? Wir gehen erst einmal dorthin und schicken wir einen von uns hinein, die Lage auszukundschaften. Und dann machen wir uns Gedanken. Wir werden so oder so in der Nähe vorbeikommen. Könnt ihr uns auch ein Bild machen? Nun gut. Wir können es erst einmal schauen. Wollen wir hier eine Nachricht hinterlassen? Wir sollten... Ich dachte mir... Nun, die haben Boote, nicht wahr? Zwei Stück liegen hier vor Anker. Warum setzen wir nicht im Schutze der Nacht auf Galottas Insel über und stecken deren Boote in Brand? Dann können sie zumindest profan nicht mehr hinunter. Eine Weile, auf jeden Fall. Gefährlich. Interessant. Wenn die Wachposten am Strand haben, die Boote nicht unbewacht sind. Und dann müssen wir eben jene Wachposten ausschalten. Ist das Risiko wert? Dies frage ich euch alle. Wenn wir den Angriff auf Romulus zumindest verzögern können. Wenn er jedes Mal einen Teil seiner Zauberei aufbringen muss, um von und zu der Insel hinzukommen oder seine Truppen, wird sie das auf jeden Fall einschränken. Vielleicht können wir, oder vielleicht könnt ihr ja Ransven tatsächlich davon überzeugen, auf Romulus zu marschieren, selbst wenn er das noch nicht vorhat. Dies könnte nützlich sein. Es könnte aber auch ein falsches Signal an ihre Majestät, die Kaiserin, senden. Könnte den Dunkelstein auch abfangen. Der hat nur 500 Mann. Wenn er die niedermacht, glaube ich nicht, dass die 500 von Asmodeus die Stadt nehmen können. Wenn er aus Altzoll anrückt, und auch er wird die Berge wohl meiden, dauert sonst zu lang, als wird man ihn nördlich von Dettenhofen abfangen können. Irgendwo südlich von Bohlenburg vielleicht. Wir werden sehen. Ich halte es für wesentlich sinnvoller, dass ihr euch mit Dunsfin kurz schließt und mit ihm einmal parliert. Ich finde es zu gefährlich, dass ihr jetzt auf die Insel alleine übersetzt, aber ihr seid erfahrene Helden und wisst, was ihr tut. Ich bin geneigt, die Weisheit dieser Worte anzuerkennen. Was sagen meine Kameraden?
Könnt ihr denn segeln und Boote fahren? Selbstverständlich. Ach, wir haben mal auf einer Art Arche gedient. Aber die gingen doch von alleine übers Wasser. Und wir waren nicht nur auf der Arche unterwegs. Ich habe auf der Seale von Beilung einiges gelernt. Wenn sie wirklich die Boote auf den Strand gezogen haben, wird es uns schwerfallen, sie so schnell in Brand zu setzen. Vor allem wissen sie auch dann, dass es Verräter gibt. Noch wissen sie es nicht. Ich befürchte, diese Außenposten wird relativ regelmäßig entweder von der Insel selbst kontrolliert oder die fahren zurück. Einwand, wir sind die ganze Zeit alleine hier. Beim Dämon des Verrats kontrolliert man euch nicht. Nein, der Lord hat ständig so Nuncio Volus rumgeschickt, diese schwarzen Bodenvögel. Nun, ja, aber wenn ihr den nicht beantwortet, wird ihr das ja merken. Scheiße, das ist doch echt. Mann, bist du dämlich. Wie gut, dass ihr mich nicht umgebracht habt. Lege mich mal in den zerstreuten Leichen um. Sag mal nicht am Versuch. Nun ja, ich denke, wir sollten trotzdem so viele Informationen wie möglich sammeln. Ob wir dann noch mit dem Rabenmund sprechen wollen, können wir dann immer noch entscheiden. Aber mir könnt ihr einen Nuncio Volo zu Asmodeus schicken. Was soll ich ihm schreiben? Keine Ahnung, ich frage einfach nur, ob ihr es könnt. Etwas mehr Zeit erkaufen. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die geheimen Codes in... Ob es geheime Codes gibt. Versteckte Zeichen, versteht, was ich meine? Die in der Botschaft enthalten sind, um die Authentizität des Schreibens zu verifizieren. Aber er wird euch zumindest nicht gleich am Botenvogel erkennen, nicht wahr? Nein. Wenn dann am Inhalt der Botschaft. Richtig. Ja, aber diese Idioten hier schicken dem doch keine Briefe, sondern andersrum. Vermutlich schickt doch Asmodeus diesem Toten da, dem Sulami in den Kopf, was da getrennt hat, diesen Vogel oder nicht? Nicht unbedingt. Und der Vogel denn hier hin? Ich vermute, dieser Paktierer musste regelmäßig Statusbericht erstellen. Ich vermute einmal im Monat über den Zustand der Lande, Geschehnisse etc. Nun, dann schickt ihn noch rein. Schreibt keine besondere Vorkommnisse, halten Stellung wie gehabt. Wäre das der Wortlaut eines Paktierers? Widersprecht mir, wenn es eine törichte Idee ist, aber warum nicht nah an der Wahrheit bleiben? Sagt, es tauchte eine Gruppe dahergelaufener Helden auf und ihr hättet sie heroisch ausgeschaltet. Das klingt mir eher nach einem Paktierer. Wunderbar, dann sucht doch einmal die Schreibstube des Paktierers auf. Dort werden sich ja sicherlich auch einige ältere Botschaften finden, sodass ihr den Ton treffen könnt. Eine gute Idee. Ich werde auch den Leichnam dieses Paktierers vielleicht einmal untersuchen. Vielleicht hat er einen USB ein Schreiben. Erwähnt am besten noch die beiden Explosionen, falls die von der Insel aus gesehen worden sind, dass man die auch gleich zuordnen kann. Gut. Ich würde dann rausgehen zur Leiche von diesem Paktierer, die mal so grob durchsuchen. Ja, neben seinem Hammer kannst du noch einen dicken Folianten finden, der an seinem Gürtel angekettet worden ist mit finsteren Zaubersprüchen, vor allem des Lolgamot darin, also viele Bewegungszauber, die dort allesamt niedergelegt worden sind, in allen möglichen Repräsentationen. Und auch das ein oder andere Schreiben von Asmodeus an ihn. Wie wollte ich erst diesen Folianten mitnehmen, in die Schreibstube bringen? Und dein Schreibtisch hat er vermutlich, den durchsuchen nochmal? Ja, also ehemaliger Wachturm, den haben sie sich nicht selber angebaut, aber die haben den ein bisschen umgebaut, sodass er dann hier eben auch als, er ist kein richtiger Magier, er ist einfach ein hochstufiger Paktierer gewesen, der dann eben dort das ein oder andere Paktgeschenk bekommen hat und dementsprechend wird er dann hier die Verwaltung inne gehabt haben und tatsächlich sowas wie Federkiele, vor allem abgebrochene Gänsekiele, die du dann hier findest, sehr kurz, kann man schwierig mit schreiben, aber sehr krackelig. Laufende Blätter. Ich würde mir auch dann wahrscheinlich so original Pergament von ihm nehmen, original Tinte von ihm nehmen, original vielleicht die Schrift nachahmen, wenn es mir möglich ist.
Die Tinte würde dann, du würdest dich dann sehr unangenehm stechen an diesen Gänsefedern, sodass dann das Blut von dir in deinen Brief reinläuft. Ich vermute, das ist Teil des Rituals, aber ich würde es akzeptieren. Dann ein Schreiben aufsetzen, genau Wortlaut, keine weiteren Vorkommnisse, Heldengruppe, Speergruppe aus Romulis aufgespürt und vernichtet. Klammern Ignisfero, also kurzer militärischer Schriftstil. Die Schrift von dir sieht aus, als wäre ein Geier übers Papier gelaufen. Und wenn du dann den Brief abgeschlossen hast, mit den kurzen militärisch knappen Worten, kannst du doch erkennen, wie die Lettern über das Papier laufen von alleine. Interessant. Ja, nun gut. Kannst das Blut nochmal trocken pusten, zusammenrollen. Ja, dann würde ich mich in einen Schneidersitz begeben und den Nunzio Volo vorbereiten. Dieser Zauber dauert eine geraume Zeit, 20 Aktionen. Und nach diesen 20 Aktionen rufe ich laut: Ischgra Tesfai Vintuka Othaglash. 2 Meilen ist der Turm entfernt. Das weißt du, sagst du mir jetzt gerade. Ja, 2 Meilen. Gut. Ich brauche bloß maximal 1 Stunde. Also insofern, es gibt meines Wissens keine Erschwernisse für die Entfernung. Man kann ihnen zwar eine höhere Loyalität mitgeben, aber bei 2 Meilen wahrscheinlich egal. Ja. Also unter 1 Stunde braucht er. Ich würde den Zauber wirken, ganz normal. Ja, bei einer GS von irgendwas mit 20 plus wird das relativ schnell gehen. Ich schaue mich mal hier um. Geht's hier im Werkzeugschuppen? Oder wenn du möchtest, ähnliches? Ja, klar. So, da fange ich mich an, Schaufeln zu verteilen. Möchtest du jetzt die Leute vergraben? Ja, verscharren zumindest. Scharren. Wir werden wohl keinen Scheiterhaufen veranstalten können, denn nun, das sieht man. Ach so, ich sehe gerade, der kann nur nachts gerufen werden. Hahaha. Und dann freut euch aber mir, wir werden so oder so hier nächtigen, denke ich. Gut, dann würde ich mit also in der Nacht diesen Zauber wirken. Dementsprechend. Gut. Einen halben Tag seid ihr vom Zolldorf dann hierher gelaufen. Könntet ihr den restlichen halben Tag noch hier verbringen und 2-mal regenerieren, weil ihr den restlichen halben Tag nichts tut. Das ist gut, das brauche ich. Gucken wir uns mal die Konsti an. Ja, das Blatt Papier wird dann in deiner Hand zerknüllt, verformt sich zu einer schwarzen, verkrusteten Staubwolke und entschwindet dann von schwarzen Schwingen getragen in der Finsternis und dreht dann ab in Richtung des Ochsenwassers. Okay. Damit habt ihr den Wachturm zumindest befriedet. Asavo wird dann Iseron noch einen Kuss geben und mit dem armlosen Paktierer dann gefesselt und geknebelt in Richtung Süden laufen. Hatten Asavos Heilkünste irgendwelche Regenerationsboni gegeben? Ja, genau. Kannst mal von einem Pereine-Segen ausgehen, Wundsegen mit, ich sag mal, 1W12 Sternchen. Da muss ich gucken, was der macht. Den Wundsegen kenne ich. Den Wundsegen kenne ich gar nicht. Ich glaube, dir, ich sag einfach mal, 3 plus 5 sind 8 TP, die du dazu bekommst. Moment, ist ein Wundsegen oder ein Heilungssegen? Ein Heilungssegen. Eine Wunde schließt sich. Weil er mehr als 7 geheilt hat. Dieses Buch übrigens würde ich ganz tief in meinem Rucksack verstauen. Zum Glück hat das keiner von uns gesehen. Klar. Also, wir haben das Buch sicherlich gesehen, aber nicht, wie er sich geklaut hat. Das ist ein ziemlich großes Buch, was an der Kette am Gürtel, also das ist ziemlich groß und schwer. Okay, dann wollt ihr am nächsten Tage aufbrechen? Ja, doch, schon. Ja. Ich würde das Tor schließen und den Balken von der anderen Seite davor legen. Dann einfach von der Mauer springen. Gut. Kannst du tun. 3 Meter Schurzschaden, beziehungsweise können wir ignorieren, wenn du deine Körperwaschungsprobe schaffst. So dass ihr nach 9 Meilen in Dettenhofen ankommen könntet. Es ist ziemlich kalt und mittlerweile fällt dann noch der erste Schnee im Jahr.
sodass dann auch gerade über den Ochsenwasser und dann an den Bergen vorbei ziemlich kalter, scharfer Wind weht, der euch dann doch auch unter die Kleidung fährt. Nun, da ist Dettenhofen. Also wen schicken wir? Und wie wollen wir hier auftreten? Ich dachte, soll erst mal jemand schauen, was da so los ist. Zu Lamin wollt ihr nicht gehen. Euch bringt man mit uns sicherlich noch nicht in Verbindung und dort unten könnten Leute sein, die uns als Rommelis noch kennen. Das ist wahr. Ich könnte sicher sagen, dass ich dort ein Nachtlager suche. Wobei eine Reihe Geweihte allein unterwegs doch immer recht merkwürdig wirkt. Ich könnte euch wohl begleiten, aber ich bin jetzt nicht so unauffällig. Gerade du nicht. Das stimmt. Aber wer sonst müssten wir Abel mir schicken? Ihr beide könnt auf keinen Fall gehen. Das ist wahr, und Abel mir bleibt wohl besser hier. Also ich befürchte, entweder gehen wir alle oder wir lassen's. Wie war die Tageszeit? Das war etwa Mittag, nicht wahr? Nach 9 Meilen, ja, Mittag, Vormittag. Die 10 Mann sind, selbst wenn sie uns entdecken, dann sterben sie. Wenn sie uns nicht entdecken, gut. Seht euch um, hört euch ein wenig um und wenn ihr bis, sagen wir, zur 4. Stunde nicht wieder hier seid, kommen wir, um euch zu holen. Gut, gibt es irgendetwas Bestimmtes, was ihr wissen möchtet? Wie viele Leute, was genau dieser Vogt macht und wie viele Männer er unter seinem Befehl hat und wie viele davon in Wahrheit der Hakengardisten sind. Und was das Volk über die ganze Sache denkt. Das ist das Wichtige. Nun, wie viele davon in Wahrheit der Hakengardisten sind, könnte etwas schwierig herauszufinden sein, aber das ich werde 10. sehen, was sich machen lässt. Das hat der andere ja schon gesagt. 10. Nun, und wir glauben dem Paktierer unreflektiert, ja? Aber wenn das neuerdings so tun? Naja, wir glauben ihn ja auch in Bezug auf alles andere. Euer Punkt. Seid einfach auf der Hut. Alles andere wird sich schon ergeben. Der Name des Vogtes war Roderick, nicht wahr? Und er wurde ein Rabenmund durch Heirat? Kenne den Mann nicht, aber ich glaube, seine Dame hatte doch einen Doppelnamen, also ist er vermutlich ein Rabenmund und sie hat ihn geheiratet.